Programmieren mit Cubetto. Weitere Logikblöcke. Die vier verschiedenen Richtungsblöcke haben wir kennengelernt. Grün für vorwärts zum Beispiel und lila für rückwärts. Neben den Richtungsblöcken gibt es die Logikblöcke, zum Beispiel den blauen Funktionsblock, der die Befehle in der Funktionsleiste abspielt. Und dann gibt es einen hellgelben Befehlsblock, der macht genau das Gegenteil von dem nachfolgenden Befehl. Der grüne Befehlsblock wird deshalb durch den davorliegenden gelben Befehlsblock zu seinem Gegenteil, also rückwärts. Das ist ganz praktisch, wenn man keine eigenen lilanen Befehlsblöcke für rückwärts hat. Jetzt setzen wir nach dem Vorwärtsbefehl diesen schwarzen, blumigen Befehl. Was der wohl macht? Nach mehrmaligem Ausprobieren dieses Programms merken wir, dass der schwarze Befehlsblock nach Zufall eine Aktion auswählt. Hier hat er zufällig sich nach rechts gedreht. Dieser Block steht für den Befehl Zufall.